Herr Schluch. Der musikalische Gesamtleiter ist der Herr Schluch. Sollen wir das Lied Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne einmal mit allen hier auf dem Marktplatz singen? Wunderschön, dass der Marktplatz immer voller wird. 1500 Kinder und Jugendliche sind unterwegs durch die Stadt, tragen ihr Licht durch diese Stadt, um zu zeigen, wir wollen diese Stadt hell machen, wir wollen die... Und wenn gleich der heilige Martin kommt, dann seht ihr ja, dass er auf dem Pferd sitzt. Und jetzt überlegt euch mal, wie das damals war. Dichtes Schneetreiben, eisige Kälte. Und er reitet mit vollem Galopp über das schneebedeckte Feld. Und auch das ist ein Wunder der Martinsgeschichte, dass er den armen Mann überhaupt gesehen hat. Auch wir sind heute so schnell unterwegs. Man muss auch hinschauen, um helfen zu können. Der Martin hat ihn gesehen, alle anderen sind vorbeigeritten. Auch das eines der Wunder. Und jetzt mit euch allen. Lasst uns nicht ist der heilige Martin als Bischof hier vorne oben auf dem großen Balkon erschienen. Ihr könnt sehen, aus dem Soldaten Martin ist jetzt der heilige Martin mit der Mitra und dem Bischofsstab geworden, der jetzt von hier oben den Blick auf die vielen Laternen werfen kann. Und als nächstes begrüßen wir auch mit einer großen Gruppe hier in dem Martinszug mitgegangen, die Schülerinnen und Schüler, die Schülerinnen vor allen Dingen der Liebfrauenschule. Und schließlich begrüßen wir das Clara Schumann Gymnasium. Alle Gruppierungen haben ganz intensiv an ihren Laternen gebastelt. Viele Schulen ein ganz einheitliches, schönes und buntes Bild von Laternen verbindet. Und die haben am Rand gestanden und hatten es wirklich schwer, die beste Gruppe der Schulen auszusuchen mit ihren Laternen. Und der Oberbürgermeister wird jetzt das Ergebnis bekannt geben, der Schule, die in diesem Jahr für die beste Laternen ausgezeichnet wird. Das mache ich sehr gerne, lieber Herr Stadtdechant, aber ich möchte mich zuerst bei der Jury bedanken, die heute eine wirklich extrem schwere Aufgabe hatte. Die Laternen sind alle so wunderschön und ich könnte gar nicht sagen, welche davon die schönste sein sollte. Aber dafür haben wir eine Jury und diese Jury besteht aus dem Stadtdechanten selber, Herrn Dr. Picken,
Frau Gockel ist mit dabei von der City-Pastoral, von der Stadtpastoral, Frau Miebach von der Bundesstadt Bonn und Herr Maywald. Herr Maywald ist der stellvertretende Bezirksbürgermeister hier aus dem Stadtbezirk Bonn. Und diese Jury hat sich alle Laternen ganz genau angeguckt und der Stadtdechant hat eben alle Schulen aufgerufen und ich muss sagen, alle Schulen haben ganz, ganz, ganz tolle Laternen gebastelt. Aber es kann, muss eine Schule gewinnen und es kann nur eine Schule gewinnen und das ist in diesem Jahr die Liebfrauenschule. Ganz herzlichen Glückwunsch an die Liebfrauenschule und Glückwunsch auch für die tollen Laternen. Aber der Glückwunsch gilt auch an alle anderen Schulen und den Kindergarten. Alle Laternen sind wirklich wunderschön und helfen bestimmt gleich ganz doll beim Schmerzen. Die Liebfrauenschule freut sich und als gute Gemeinschaft freuen wir uns alle mit der Liebfrauenschule und jetzt kreischen und applaudieren mal alle anderen mit den Laternen der Liebfrauenschule. Allen anderen hebt die Laternen hoch. Wir gratulieren der Liebfrauenschule in diesem Jahr für den Gewinn des Preises. Toll gemacht, wunderbar. Kinder, und weil wir hier in Bonn sind, liebe Kinder, ich habe eine Frage an euch. Wenn wir Bonn hell machen wollen, wer von euch macht mit? Laterne hoch! Wer von euch macht mit, um diese Stadt hell zu machen und schenkt sein Licht und seine Liebe? Ihr seid großartig und der Dank des heutigen Abends gilt.